Wann kann eine Kanzlerpartei zufrieden sein, wenn sie erstens selbst eine saubere Politik macht, das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, wenn sie gute Arbeit für das Land leistet. Das heißt nicht, dass 80% der Menschen zufrieden sind, aber doch ein größerer Teil sagt, na, das haben sie recht ordentlich gemacht. Profil. Podcast. Hallo und willkommen beim Podcast zur großen Profil-Sonntagsfrage im Juni. Mein Name ist Philipp Dulle und wie jedes Monat, wenn es um die große Sonntagsfrage und Kanzlerfrage geht, spreche ich mit Meinungsforscher Peter Haig. Guten Tag, Herr Haig. Schönen guten Tag, Herr Dulle. Herr Haig, die SPÖ hat sich ja seit Jahresbeginn gut ziemlich von der ÖVP abgesetzt mit einigen Prozentpunkten. Jetzt haben wir 2 Jahre Pandemie hinter uns. In Europa findet ein Krieg statt. Warum tut sich da trotzdem so wenig? Das ist natürlich eine gute Frage, aber die Wählerinnen und Wähler können nicht auf jede politische Intervention reagieren. Das ist das eine. Und das zweite ist, es passiert gerade so viel, dass man ja das Gefühl hat, man hat vollkommen den Überblick verloren. Und nachdem auch keine Wahlen anstehen und jetzt nichts Neues dahergekommen ist, tut sich halt dementsprechend relativ wenig auf dem Wählermarkt. Ich habe das im dieswöchigen Kurzkommentar bei Profil getitelt mit kein Land in Sicht, weil sich die Situation, obwohl sie so unruhig ist, sowohl ökonomisch als auch politisch, für die Wähler und Wählerinnen, aber auch für die Parteien eigentlich kein Ausweg ergibt. Also wir haben eine Bundesregierung, die schwer unter Druck steht, insbesondere der größere Koalitionspartner. Schauen wir mal, wie lange noch so viel größer ist als die Grünen. Gleichzeitig hat man natürlich noch immer die Pandemie, man hat die Teuerung, man hat die grundsätzlichen wirtschaftlichen Herausforderungen und trotzdem gibt es den üblichen Ausweg, nämlich den der Neuwahlen, den gibt es nicht für diese Bundesregierung. Ich glaube auch nicht, dass es, haben wir schon hundertmal gesagt, auch nicht für Österreich an sich gibt. Ich glaube, da muss man jetzt einfach in diesem Jahr halt einmal durch, abgesehen davon, dass wir Bundespräsidentschaftswahlen haben im Herbst. Und dementsprechend ist das jetzt gerade eine, zwar auf der einen Seite eine unruhige Situation mit kein Horizont. Also stellen wir uns das vor, wir sind vor 200 Jahren Matrosen auf einem Boot, das in einem Sturm oder unruhigen See ist, aber wir schauen ringsherum und sehen außer den Horizont nichts, keine Insel, keine Küste, kein gar nichts. Und ungefähr in dieser Situation ist gerade Österreich. Das heißt, die nächste Insel ist 2 Jahre circa entfernt, das heißt, wenn die nächste Nationalratswahl ist. Ja, und da hoffen wir, dass es nicht irgendeine Insel ist, sondern dass es wirklich, wirklich Festland ist. In unserer letzten Podcast-Folge im Mai haben wir noch quasi die rhetorische Frage gestellt, zumindest haben wir die Folge so genannt, ob die ÖVP jetzt im freien Fall ist. Sie kommt jetzt auf 22%, wie bereits im Vormonat. Jetzt aus Sicht der ÖVP, aus Sicht der Kanzlerpartei, ist es gar nicht so schlimm gekommen? Naja, das ist jetzt also ein echter Euphemismus, weil die Kanzlerpartei hält bei 22% und sie machen einfach keine Meter und stolpern von einer, Korruption ist in dem Fall vielleicht hart, aber von einem Fettnapf in den nächsten. Ja, jetzt haben wir die politische Akademie, die Corona-Auflagen möglicherweise erhalten hat über eine ihr zu ihr gehörigen GmbH, muss man auch überprüfen, ob das wirklich Sachbestand hat. Aber grundsätzlich ist es so, dass die ÖVP einfach nicht aus den Negativschlagzeilen herauskommt. Das ist mal nur die Partei an sich. Und dass man auf der politischen Ebene eben keine Good News verbreiten kann, auch wenn man möchte. Jetzt sagt man, es wird ein Teuerungspaket kommen, wie Bundesminister für Gesundheit Rauch gesagt hat. Und auch Soziales darf man nicht vergessen. Das wurde für den Herbst angekündigt, dann haben wieder die Interessenvertreter auch schon gesagt, das geht nicht, das muss schneller kommen. Also es ist wirklich eine äußerst ungute Situation. Und dementsprechend sind die 22% für die ÖVP wahrscheinlich das richtige Zeugnis. Aber
Zufrieden darf man damit nicht sein. Null. Aber ich möchte da gar nicht auf die Werte schauen, sondern wir müssen, also nämlich auf die Wählerwerte schauen, sondern wir müssen darauf schauen, wann ist eine, kann eine Kanzlerpartei zufrieden sein, wenn sie erstens selbst eine saubere Politik macht, das ist auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, wenn sie gute Arbeit für das Land leistet. Das heißt nicht, dass 80% der Menschen zufrieden sind, aber doch ein größerer Teil sagt, na, das haben sie recht ordentlich gemacht. Also ich erinnere zum Beispiel an die Lehman-Krise oder Finanz- und Wirtschaftskrise, da hat man damals der wenig geliebten großen, damals tatsächlich noch oder größeren Koalition von Faymann und Pröll durchaus Rosen gestreut und gesagt, das habt ihr gut gemacht. Und dorthin muss diese Bundesregierung auch. Jetzt frage ich aber, dann hake ich trotzdem einmal kurz ein, stelle ich die Frage ein bisschen anders. Mit diesen 22%, das sind dann wirklich die Wählerinnen und Wähler, die man sowieso hat. Das ist die. Ja, sowieso haben sie nie etwas, schon gar nicht die Zeit wie diesen, weil die Wählerbindungen ja immer zurückgegangen sind. Aber ja, man ist auf einem gewissen Grundsockel angekommen. Aber wie gesagt, also das kann ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein, dass er sagt, na, immerhin haben wir 22%. Ich meine, die SPÖ, die größte Oppositionspartei, kommt wie schon im Mai auf 27%. Da hat sich also die Differenz zwischen diesen zwei Parteien zumindest nicht verschoben. Die ist gleich geblieben. Ist es für die SPÖ, wenn man jetzt zumindest schon nicht quasi die Schwäche des Gegners noch weiter ausnutzen kann, dann zumindest ein gutes Zeichen, dass man sich mal so auf doch für SPÖ hohem Niveau mal stabilisiert hat? Ja klar, also die Vorzeichen sind natürlich positiv. Also man hat jetzt den lang ersehnten Turnaround geschafft. Gleichzeitig ist die Situation, so unerfreulich sie natürlich für das Land und seine Menschen ist, aber für eine sozialdemokratische Partei unter Anführungszeichen positiv, weil sie natürlich ihre Ideen und Konzepte besser an den Mann und die Frau bringen kann, wenn wir es von seiner Seite sehen wollen. Trotz alledem muss oder darf sich die Sozialdemokratie nicht damit zufrieden geben, weil in Zeiten wie diesen müsste sie eigentlich, wenn sie für die Menschen eine relevante Alternative darstellt, jetzt deutlich mehr Kraft entwickelt haben. Aber, Oliver, also, lass uns mal dort stehen, wo es ist. Man kann halt relativ wenig machen als Oppositionspartei. Man kann natürlich als Oppositionspartei relativ wenig machen, aber ich erinnere an Zeiten, wo die Freiheitliche Partei als Oppositionspartei über 30% kam und die haben dann einfach auch nur ihre Themen getrommelt. Das tut die Sozialdemokratie sowieso. Es gibt aber auch jetzt, wenn wir uns zum Beispiel ansehen, die Vorschläge, die es da von Seiten der Sozialdemokratie immer in Kombination mit Gewerkschaft und AK gehen, dann gibt es schon wieder so Uneinigkeiten. Also zum Beispiel die Gewerkschaft geht raus und sagt, kurzfristig Mehrwertsteuersenkung auf diverse lebenswichtige Güter. Es gibt linke Ökonomen, die sagen, Mehrwertsteuersenkung ist nicht das probate Mittel. Viel besser wäre eine sehr, sehr gezielte Art von Gutscheinpolitik oder Unterstützung von jener Zielgruppen, die es jetzt tatsächlich echt nötig haben. Wir greifen sonst nicht in die Preise oder in die Steuern ein, weil erstens inflationstreibend man kommt dem Markt, den Signalen des Marktes nicht nach. Weil der Markt sagt uns ja, es gibt eine Verknappung bei der Energie, also müsst ihr euch dementsprechend ändern. Ja? Und da gibt es linke Ökonomen, die sagen, na, das ist nicht so gescheit. So, und das ist noch nicht aus einem Guss. Da könnte man noch arbeiten und dann ist die Frage, ob man die Verkäuferin und den Verkäufer auch noch für diese Thematik hat. Und damit springe ich jetzt gleich hinüber zur Kanzlerfrage, die Sie mir jetzt sicher gleich gestellt hätten. Ich wollte gleich zu bei der Teuerung weitermachen, aber wir können gerne Das passt gerade ganz gut dazu. Also die Kanzlerfrage ist ja meistens nur Spielerei, weil sie ist ja fiktiv. Aber was sehen wir? Aber schon interessant. Ja, weil wir haben erstmalig in der Ära Randy Wagner auf Platz 1 unter Anführungszeichen. Warum unter Anführungszeichen? Weil Karl Nehammer und sie beide 18% Wählerzuspruch haben. So. Das nur ist halt Karl Nehammer bewegt sich von oben nach unten. Richtig, genau. Nehammer hat einen Negativtrend seit dem März und rennt einen minimalen Aufwärtstrend nach oben, aber es ist nicht so, dass sie Kraft ihrer Persönlichkeit an Nehammer vorbeizieht, sondern es ist eine tatsächliche Schwäche von Nehammer.
auch mühsam nährt sich das Eichhörnchen, auch das kann sich bei Rende noch ändern. Wie gesagt, Scholz und es gibt x Beispiele aus der Geschichte, wo dann Menschen so plötzlich Ikonen der Politik aufgestiegen sind. Na, der Scholz noch nicht, aber Wolfgang Schüssel ist ein Beispiel dafür. Schauen wir uns das schlicht und ergreifend an. Auffallend ist natürlich schon, also wir sprechen von 18% bei beiden Personen, Wählerzuspruch, keine hochgerechneten Werte. So schlecht war das letzte Mal Alfred Gusenbauer. Es zeigt uns, dass das politische Spitzenpersonal nicht angenommen wird von der Bevölkerung. Wir haben, obwohl wir 5 Personen, nämlich die Parteichefs und Parteichefs für die Kanzlerfrage vorschlagen, nur 59% der Wähler, die sich für eine Person erwärmen können. 41% sagen uns, keiner von denen. Eventuell wer andere, aber die bitte nicht. Das zeigt schon eine ganz, ganz große Absenz. Sebastian Kurz, ich weiß schon, am High Peak was haben wir da 56. gehabt? 56 Zuspruch, ja. Also keine hochgerechneten Werte. Das war halt im April. Ja, das war damals nach der ersten Pandemie-Welle, nach dem Wellerl im Rückblick, muss man dazu sagen. Eigentlich noch während des ersten Lockdowns wahrscheinlich. Genau, richtig. So. Und da sieht man halt, was denn auch möglich ist. Und da haben beide Kandidaten und Kandidatinnen, oder besser gesagt alle, noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Laboriert Nehammer jetzt auch darunter, dass er, Sie haben es ja letztens schon gesagt, dass entweder die Schuhe zu groß sind oder dass auch Sebastian Kurz damals zu stark war? Na, also es ist jetzt nicht mehr auf Kurz zurückzuführen, weil Nehammer hatte ja alle Chancen, sich zu profilieren. Was er ja am Anfang durchaus... Man hatte ja das Gefühl, er hat das Zeug dazu. Man hatte das Gefühl, dass er mal in der derzeitigen Situation die richtige Wahl ist. Mhm. Ich glaube, es an Krisenresistenz und an Resilienz bei ihm, um zwei Fremdworte ins Spiel zu werfen, dass es da fehlt. Und auch da ist nicht aller Tage Abend, war keine leichte Übernahme. Er hat die Partei in einem Zustand übernommen, wie man es natürlich nicht wünscht. Die Partei hat 7 Jahre gedankt beim letzten Parteitag. Naja, aber das ist ja was für die journalistischen Archive, aber sonst gar nichts. Es ist, diese Parteitage sind, was diese Wahlergebnisse sind, nichts wert. Ja? Also das ist sind Zwischenaufnahmen und fertig. Ja? Aber ja, und dann hat er in die diversen Krisensituationen meiner Ansicht nach die falschen Schritte gesetzt, mit Putin und Zelensky etc. Da gibt es jetzt so viel eigentlich. Und man hat nicht das Gefühl, dass er die Regierung im Griff hat und die Regierung anleitet. Das ist übrigens auch etwas, nehmen wir wieder Wolfgang Schüssel her, nehmen wir auch Sebastian Kurz her. Wirklich große, aber Kanzler von Statur, auch wenn es einem nicht passt, aber Sebastian Kurz war das natürlich für eine gewisse Zeit auch, die führen eine Regierung. Das war bei Kurz so, das war bei Schüssel so, das war natürlich bei Franitzky so, das war bei Faymann schon nicht mehr so, bei Kern schon gar nicht, bei Gusenbauer auch nicht, nicht einmal bei Klima, da ging es auch noch, aber diese Kanzler führen und führen thematisch. Mhm. Und das fehlt halt Nehammer derzeit komplett. Es ist einfach so. Und in Zeiten der Teuerung, Sie haben das ja auch für Profil abgefragt, wäre das jetzt ja wichtig, dass genau jetzt die Regierung liefern würde, dass Antworten finden würde aber auf die Probleme. Da hat es eine Regierung meiner Ansicht nach ja relativ einfach. Weil alle Ökonomen gehen in dieselbe Richtung. Also alle Wirtschaftsexpertinnen und Experten sagen grosso modo, nicht dasselbe, aber zumindest das Gleiche. sie sagen, Eingriff in die Preise nicht gut. Man muss die geringen Einkommensschichten unterstützen. Der Rest, der sich's leisten kann, soll sich's gefälligst leisten. Auch was Energiepreise etc. betrifft. Und da sind sie im Großen und Ganzen, egal ob linker, rechter Ökonomen, liberale Ökonomen, sind alle auf relativ einer Linie. Und da, wenn ich Bundesregierung bin, sage ich, danke,
ihr habt gehört, wir haben alle gehört, wir werden jetzt das genau so machen und umsetzen, vielleicht mit ein paar kleinen Adaptionen. Also wenn der Sozialminister sagt, naja, das mit den Gutscheinen auf Einkommensgruppen gestaffelt, dann ist der ökonomische Aufwand wiederum für den Staat so groß, da verschickt man lieber gleich an alle. Aber es ist diese Gutscheinpolitik und entscheide mit dem Gutschein, ob du denn lieber in Energie stecken willst oder Sprit stecken willst oder doch lieber in Nahrungsmittel oder sonstige Lebenshaltungskosten. Ja. So, und da habe ich es eigentlich nicht so schwer. Jetzt haben die Wählerinnen und Wähler überhaupt das Gefühl, dass es das politische Personal geben könnte, um diese Krise anzugehen? Oder wem würde man das am ehesten zutrauen? Naja, von den Parteien her würde ich mir jetzt noch am ehesten der Sozialdemokratie zutrauen. Das ist halt eine klassische Imagefrage. Ja? Also wir haben gefragt, also wer hat die besten Ideen und Konzepte eben für die Teuerung, sondern gegen die Teuerung natürlich. Ja? Und man konnte sogar eine Mehrfachnennung abgeben. Also man kann doch mehrere Parteien nennen. Das muss man jetzt auch wieder, da sehen Sie die Desillusioniertheit der Wählerschaft. Ja? Wir haben 21%, die sagen, weiß ich nicht. Und wir haben für 36%, die sagen, ich habe keine Partei. Ja. Ja. Das heißt also, in Summe habe ich 57%, die mir schon da auch wiederum niemand nennen wollen. Ja. Und von denen, die eine Partei nennen, haben wir als beste Partei die Sozialdemokratie aber mit 20% Zuspruch. Also das ist, und dann folgt an zweiter Stelle, man höre und staune, mit 14% die Freiheitliche Partei. Man merkt halt, wie richtungslos man derzeit ist, wie wenig es zum Anhalten derzeit gibt, wie wenig Festigkeit es gibt, sowohl in der politischen Wahrnehmung als auch, was die Politik selbst zu leisten imstande gibt. Also wir sind in einer sehr, sehr amorphen Situation und man hat das Gefühl, man ist, wie ich es gesagt habe, es ist kein Land in Sicht, man ist im Niemandsland. Man hat nicht das Gefühl, dass irgendjemand noch weiß, wie es denn da weitergeht. Die EZB versucht jetzt auch ein bisschen Oberwasser zu bekommen. Wir werden sehen. Aber ist das auch mitunter ein Grund, dass klassische Protestparteien wie die FPÖ so stabil sind, immerhin kommen die auf ihre 20% wieder. Ja, aber das ist natürlich der Situation auch geschuldet. Ja. Also Oppositionsparteien tun sich da per se immer leichter und die Freiheitliche Partei, das hat man in den ganzen Jahren seit Ibiza übersehen, hat einen unglaublich soliden Grundstock an Wähler und Wählerinnen. Sie haben nur derzeit auch das Problem, dass sie zu sprunghaft sind, dass Herbert Kickl nicht der Kandidat der Herzen ist. Mhm. Man merkt auch die wenig Geschlossenheit der Partei, auch an der Frage der Bundespräsidentschaftswahl. Jetzt hat es wieder ein Treffen gegeben, da hat man gesagt, na, weil wir reden nicht über die Bundespräsidentschaftswahl bei dieser Parteisitzung. Na, wir reden über ganz was anderes. Und man merkt, auch da ist man wahnsinnig unruhig. Also es ist so, es gibt nichts, wo sie einfach wissen, dahin geht die Reise. Also um endlich wieder Fußball zu bringen, was die österreichische Politik und Regierung bräuchte, wäre ein Ralf Rangnick, der sagt, so geht's lang. Ja, das ist... In der Politik würde das heißen, dass Neuwahlen her müssen. Oder? Nein, in der Politik würde es nicht heißen, dass Neuwahlen sind. In der Politik heißt es, es braucht einen Kanzler oder eine Kanzlerin, die ganz klar sagt, da geht's lang. Und wo sowohl die politischen Akteure als auch die Bevölkerung sagt, wunderbar, der sagt uns oder die sagt uns, wo es hingeht, wir folgen dir. Das ist ja bei Rangnick, der eine ganz klare Idee hat und wo man merkt, die Spieler, da ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen und ich war am Montag beim Dänemark-Match, erstes Heimspiel von Rangnick, 90 Minuten kurz, dass das Licht wieder angeht, aber wie dann Andi Marek, der Stadionsprecher, gesagt hat, und wir begrüßen unseren neuen Teamchef Ralf Rangnick, Wahnsinnsapplaus und Zuspruch auch von wenn sie so wollen, der Wähler und Wählerinnen, also oder der Audience. Und sowas braucht es auch in der Politik. Es braucht jemanden, der dann in diesen Situationen, nicht immer braucht es, aber in diesen Situationen brauchen sie jemanden, der vorangeht und sagt, dort ist das Licht am Ende des Tunnels. Ganz schlechter Vergleich.
Aber jetzt vielleicht abschließend noch, ich meine, Neuwahlen sind ja keine Option, dass die ÖVP, also die Regierungsparteien, jemand Neuen jetzt aus ihrem Hut zaubern, nehmen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht an in den nächsten Wochen und Monaten. Also wie machen wir weiter? No, muddling through. Wir wursteln uns durch. Jetzt kommt der Sommer. Ich glaube, die Leute sind ganz glücklich, wenn sie wegkommen. Wenn man auch ein bisschen Abstand gewinnt, dann wird es eine Bundespräsidentschaftswahl geben, die grosso modo wahrscheinlich recht normal über die Bühne gehen wird. Hoffen wir es, wo es keine Wiederholung der Wiederholung mehr gibt. Und dann können wir alle wahrscheinlich nur auf zwei Dinge hoffen, nämlich erstens, dass wirklich die Ukraine-Krise, ich sehe es zwar nicht, aber einer friedlichen Lösung am Ende des Tages doch in diese Richtung geht. Und das Zweite ist, dass natürlich sich die Teuerung, so wie von den Ökonomen angedeutet, doch zumindest so einbremst, dass man sagt, na gut, es ist noch immer eine Teuerung, die deutlich über der 2%-Marke liegt. Also man spricht von 4-5%, aber es ist lebbar. Ja. Das sind die zwei Dinge, die für den Herbst ganz, ganz, ganz wichtig sind. Und wenn die nicht eintreten, puh. Und dass nicht vielleicht auch noch die Pandemie ein großes Comeback feiert. Mein Gott, ja, aber ich glaube ganz ehrlich, dass die Pandemie, wir haben das wieder unlängst wo abgetestet, die ist natürlich ganz, ganz ins Hintertreffen gerutscht, auch wenn jetzt die Zahlen wieder steigen und wenn man jetzt schon hört, dass man die Maske wird wieder kommen und die Schulen werden so lange wie möglich offen bleiben. Ich glaube, dass die Bevölkerung da wirklich ganz schon woanders ist. Nicht, dass sie vorne weg ist, ja, weil das kann man in dem Fall schwer sagen, aber dass die Bevölkerung, glaube ich, sich eingroovt auf, wir werden jetzt damit leben lernen müssen und fertig. Und da wird man schauen, wie es dann halt im Herbst tatsächlich ist. Aber ich glaube, dass die Pandemie für die Menschen so nicht das Thema ist. Vielen Dank, Herr Haig, für die Analyse im Juni und wir hören uns beim nächsten Podcast. Sehr gerne.